Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Defense-Verteidigungs-Setups von Killjoy auf Haven. Drei Spots haben wir abzudecken. Es ist unglaublich spannend, was man hier mit ihr machen kann. Teilweise mehrere Spots abdecken und Informationen zu sammeln. Killjoy auf Haven, einer der wichtigsten Charaktere aus meiner Perspektive. Also auf jeden Fall dranbleiben und zuschauen. Liebe Freunde, wir fangen an auf Spot Nummer C gegen das Alphabet, weil ich persönlich der Meinung bin, Double Doors inklusive C kann man hier im Killjoy auf jeden Fall am besten halten. Man hat zwei potenzielle Eingänge und man hat unglaublich viel Utility, um diese zu sichern, beziehungsweise eher, um immer wieder Informationen zu gewinnen, ob sie nun in die Richtung unterwegs sind oder halt nicht. Wir fangen an mit der Tower-Positionierung. Den Tower, den habt ihr ja jede Runde, wie gesagt, für euch kostenlos zur Verfügung. Denkt daran, mit der echten Maustaste könnt ihr den um 180 Grad drehen und der hat wirklich nur diesen 180 Grad Radius, damit er überhaupt schießen kann. Ja, drei, vier verschiedene Tower-Positionen, die ich immer mal wieder variiere. Habt ihr eine Economy, könnt ihr die teilweise sehr, sehr gerne sogar hier oben setzen, auch wenn der zerstörbar ist. Ne, aus der großen Distanz kann er trotzdem einiges nochmal an Schaden ausrichten und sieht die Gegner vor allen Dingen sehr, sehr früh. Das könnt ihr vor allen Dingen dann machen, wenn die nicht als erstes dahin kommen, sondern ihr denkt, okay, die kommen A, die kommen B, dann kann man so da oben mal hinstellen. Ansonsten nutzt auch hier wieder, wie auf Bind, wie auf Split schon gezeigt, Winkel. Hier ist eine Möglichkeit, denkt nur daran, hier hört man diesen. Das heißt, gehen die langsam rum, wissen sie auf jeden Fall, dass hier der Tower steht. Andere Möglichkeit, um in die gleiche Richtung zu gucken, aber auch noch so ein bisschen den Eingang in Richtung Double Doors abzuaimen, ist hier oben. Auch das funktioniert. Und denkt dran, der kann ungefähr bis hierhin schießen. Hier wird er den Gegner nicht treffen. Ja, da müsstet ihr den Gegner bzw. den Tower noch ein bisschen anders platzieren. In den meisten Fällen ungefähr so. Da würde er noch einen Teil von Double Doors irgendwo abdecken. Aber auch das funktioniert, um das hier zu halten. Andere Möglichkeit hier. Da entdeckt er den Gegner relativ, ja, ich will nicht sagen spät, aber im Endeffekt ist es das, was ich meine. Denn du kannst nämlich hier ja, vorne hinpacken, ne? Wenn du eine Viper Wall oder eine Phoenix Wall hier hast oder eine Viper Bubble, dann sieht er teilweise die Gegner gar nicht. Hier aber sollte man definitiv den Spot im Auge behalten, weil Double Doors wird auf jeden Fall abgeaimt, inklusive dem, wenn etwas von hinten kommen sollte. Ne? Also auch ein relativ cooles Ding. Mein absoluter Favorite-Platz dieses Towers ist aber hier. Warum hier? Aus zwei Gründen, weil zwei Eingänge. Einmal die Leute, die komplett hierher kommen, werden entdeckt. Und selbst die Leute, die auf den C-Spot kommen, werden von diesem Tower entdeckt. Das ist wirklich ein absoluter Lieblingsspot für den Tower dabei. Es gibt natürlich noch alternative Spots, das sind aber so die Standarddinger. Nano-Swarms. Nano-Swarms sind natürlich auch hier wie eine, eigentlich auf jeder Map für eine Afterplan-Situation irgendwo geeignet. Offensichtlichster Spot wäre zum Beispiel der hier. Einfach um diesen Standard-Plan-Spot irgendwo abzuhalten. Jetzt ist es aber so, der wird relativ oft gesehen, weil hier plante ich die Bombe, da ist was irgendwie pink am Leuchten, ist kacke. Was ihr noch offensiver tun könnt, und was lustigerweise gefühlt auch noch immer Leute bis zum Platin-Bereich nicht checken, ist dieser hier. Und der ist so krass, ne? Selbst wenn du hier plantest und dich offensichtlich nach hinten ziehst und das nicht direkt diese Richtung ist, stirbt der, weil du halt einen viel, viel größeren Kreis abdeckst. Ebenso ganz cool, selbst wenn ich hier mal planten sollte und das nicht komplett hier hinter ist, ne, kriegt der relativ guten Schaden, muss den Plant abbrechen. Das heißt, wenn die Gegner dumm sind, gönnt euch den hier. Ansonsten merkt ihr, hier kann auch öfters geplantet werden, wenn die Leute das drauf haben. Plantet den, das Ding dann irgendwo hier und also halb unterm Gurt. Das ist eigentlich relativ geil. Ihr seht's, ne, den seht ihr da gar nicht. Und in dem Moment könnt ihr die Jungs auch zerstören. Oder eine Afterplant-Situation, wenn die Leute sich dahinter verstecken und den da schon geplantet habt. Ja? Da gibt es übrigens auch einen coolen Fixpunkt-Guide zu den Dingern, wenn ihr die werfen wollt, anstatt vor der Runde zu verteilen. Den könnt ihr euch mal anschauen. Den habe ich hier oben gerade verlinkt. Jetzt wollen wir es aber so machen, dass die Jungs hier von da hinten kommen. Ja? Könnt ihr gerne um die Ecken hinpacken. Da oder da oder teilweise schon bis hierhin vorne. Wenn die Wall am Anfang der Runde noch da ist. Die könnt ihr absolut geil ziehen und das solltet ihr definitiv mit dem Alarmboard verbinden, damit ihr nicht die ganze Zeit hinten jiggle peeken müsst. Ne? Den Alarmboard, den ziehe ich meistens an dieser Stelle ganz hier rum. Ne? Und wenn ich dann zum Beispiel auch noch meinen Roboter habe in der Pistol Round, na, dann kommt er meistens etwas schneller, geht das Ding irgendwo hier hin, dann entweder da oder da. Und in dem Moment, wo die beiden Dinge anfangen zu schießen, der Roboter auslöst, und in dem Moment, wo er es zündet, guckt ihr rum und dann pre-fight ihr, was das Zeug hält mit der Pistole. Und sehr, sehr oft da einige Kills geholt dabei raus. Ansonsten den Alarmbot könnt ihr auch hier hinpacken. Und Nanoswarm hier hin. In dem Moment, wo der Alarmbot auslöst, zieht ihr das Ding. Ihr macht den doppelten Schaden, weil Alarmbot
öfters mal nicht zerschossen wird, ist schon ziemlich, ziemlich geil. Wir starten aber mal auf den B-Spot. Und öfters habe ich sogar bei Haven so, dass ich versuche, mehrere Spots irgendwo zu kontrollieren. Das heißt, da hinten, ne, das letzte Setup mit dem Alarmbot, als auch auf dem Nano-Swarm, um den Plan zu verhindern. Dann habe ich hier oben zum Beispiel den Tower. Ja, der Tower immer sehr, sehr angenehm, weil ich halt komplett in den Off-Winkel gehen muss, um das irgendwo zu schaffen. Den könnt ihr auch immer mal wieder variieren, ob er jetzt hier unten steht, hier unten steht oder hier oben steht, völlig egal. Auch da könnt ihr natürlich die Alarmbots verwenden, in dem Moment, wo ihr an den Seiten hier irgendwo mitarbeitet. Kommen wir zum Nano-Swarm, das ist relativ einfach. Wollt ihr beide Spots abdecken, ja, rechts und links, wo am meisten geplantet wird, könnt ihr euch einfach den hier, absolut in der Mitte. In den meisten Fällen wird aber links geplantet. Das heißt, was ihr da machen könnt, ist es wirklich einfach nur hier hinzupacken. Der ist unglaublich stark, ne, weil er sehr viel Schaden macht. Die meisten Leute sich wirklich gerade zu ihrem Team wieder zurückziehen wollen. Oder halt an der Stelle, der dann sogar noch einen größeren Bereich, außer derjenige geht wirklich aktiv nach vorne. Und das machen die wenigsten, weil es halt sehr, sehr gefährlich sein kann. Geht alles. Wenn ihr merkt, die checken das dann halt, merkt euch, variiert die Nano-Swarms ein bisschen. Hier hinter einen Pre-Nano-Swarm zu werfen, würde ich nicht machen, auch wenn viele Leute mittlerweile auf die Idee kommen, alles klar, hier hat er seinen Nano-Swarm, dann plante ich doch einfach mal hier irgendwo den Spike. Das Risiko ist einfach zu groß, dass er dann trotzdem einfach da vorne plantet, wenn er den nicht entdeckt hat in dem Moment, ne? Hier könnte er aber wenigstens relativ viel dagegen tun, wenn er nicht abgesmoked sein sollte. Der A-Spot hingegen, der ist durch ähnlich wie Cypher zu halten. Cypher hat ja auch zwei Trapwires, ihr habt den Boomba oder den Alarmbot, als auch noch euren Tower und euren Nano-Swarm. Da könnt ihr beide Spots mithalten. Ich zeige auch erstmal diese Variation. Hier oben den Tower hin. Ja, das könnt ihr ganz gut machen. Ansonsten hier um die Ecke, inklusive einem Nano-Swarm. Alarmbot um die Ecke, inklusive einem Nano-Swarm. Das geht alles. Alarmbot löst aus. Bot hier, Boom-Boom-Bot. Wie auch immer er heißt, der Tower löst aus. Nano-Swarm. Alternativ für den Tower, um beide Seiten zu halten, einfach hier hin. Dann haltet ihr quasi diese flache Kante. Großer Fan auch davon. Ja, einfach nur alternativ, wenn die Leute schnell da drauf wollen. Alarmbot dahin, Alarmbot löst aus. Nano-Swarm, zack. Das Ding wird relativ geil gehalten. Und hier hast du es halt, ne? Nano-Swarm irgendwo hier relativ offen hin, wenn die Leute dumm sind. Er schießt, ihr habt da was. Könnten natürlich auch irgendwo wieder hierhin runterpacken. Da könnt ihr natürlich auch wieder das Ding nehmen. Relativ weit unter dem Gurt. Er plantet hier oder hier. Muss raus oder stirbt. Oder wenn die Leute komplett dumm sind am Start, dann könnt ihr den entweder im Koffer packen. Habt da dann so ein bisschen weiter die Reichweite, außer dass es rechts ist. Oder geht sogar hier für den Gurt. Ja, da wird aber etwas öfter gesehen. Und habt da auch wieder eine große Fläche. Besonders wenn er hier plantet und gerade nach hinten gehen möchte aus Reaktion. Ist GG-WP. Ja, das ist relativ geil. Solltet ihr offensiv kommen, denkt nur mal dran, auch hier mit der Afterplant-Situation, da oben was reinzuknallen. Dann funktioniert das im meisten Fall auch. Solltet ihr sehr offensiv nach vorne gehen und denkt dann, ihr könnt hier vorne natürlich nicht gehen, könnt ihr auch diesen Alarmbot einmal hier hinsetzen. Oder sogar noch weiter um die Seite, weil dieser Eingang halt so klein ist. Ja, der checkt halt alles. Alarmbot löst aus. Und ihr könnt von hier oben oder von hier pre-firen ohne Ende. Also auch da seht ihr, auf Heaven habt ihr unglaublich viel Möglichkeit, irgendwo mit Killjoy zu kontrollieren. Denkt bitte einfach nur daran, im Fall des Falles, wenn ihr sagt, ey, ich habe momentan gar keine Kontrolle darüber und die überrennen uns momentan auf defensiver Seite, könnt ihr auch mehrere Spots selber halten. Wie gesagt, das ist irgendwo eine Möglichkeit, um den C-Spot einigermaßen zu halten. Das hier eine Möglichkeit, einfach unter das Ding zu werfen. Standard-Spots da abgedeckt. Die kommen nicht durch Double-Doss, ohne gesehen zu werden. Oder auf den C-Punkt. Ihr geht mit dem Alarmbot nochmal hier drauf. Ja. Oder den Alarmbot sogar auf A. Und selbst das könnte man rein theoretisch machen. Und legt euer Ding dann hier hin. Ja. Das heißt, ihr zieht euch wirklich aktiv. Wenn ihr seht, ihr werdet überrannt zurück. Wartet, wo die planten. Bis da aus, habt den Tower da und den Alarmbot könnt ihr euch aussuchen. Ultimate-technisch ist das Ganze eine ganz andere Sache. Will ich den B-Spot wieder erobern, ist zum Beispiel hier ein fantastischer Punkt. Der ist absolut insane, weil ich halt den kompletten B-Spot nehme, ne, und der vor allen Dingen sicher ist. Da kann ich nicht durchschießen. Wollt ihr den C-Spot wieder haben? Gleiches gilt.
Einfach ein bisschen weiter rechts. Da müsst ihr nur aufpassen, selbst Kabi, ne? Der kann ich in Kabi. Da müsst ihr nur aufpassen, dass hier halt irgendwie Nanoswarm, eine Race-Granate oder Co. reinkommt. Das macht halt am meisten Grund. Aber auch da wisst ihr, ne? Wenn die Typen da nicht sind, pre-fight hier einfach komplett alles rein, was ihr irgendwo habt. Ihr habt gesehen, selbst da hinten ist halt davon abgedeckt. Wollt ihr den B-Spot einnehmen, seid zum Beispiel aber auch irgendwo auf A gefangen, das kann natürlich auch sein. Und dann packe ich den hier auf die Kiste. Da kann ich durchgeschossen werden. Muss zwar selber lange laufen, aber alle anderen Leute, die müssen halt vom B-Spot runter und die können nichts dagegen tun. Die können legit nichts dagegen tun. Und ihr seht hier, das Ding ist unglaublich weitläufig. Last but not least der A-Spot. Ihr wollt diesen wieder erobern. Ja, das geht entweder wie auf offensiver Seite, dass ihr quasi ein Backstep seid. Da solltet ihr dann möglichst irgendwo hier, ja, ihr seht auch gerade, das Ding hinpacken. Da müsst ihr natürlich aufpassen, dass es nicht zerstört wird. Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Oder aber ihr geht einfach hier in die Ecke bei den Bananen. Ja, und auch da seht ihr, der komplette A-Spot ist halt für euch. Und die Jungs müssen entlang. Da der einzige Rückzugsort entweder in Heaven, da die kleine Ecke oben hier, ne? Oder unten die Ecke, da dann auch eine Race-Granate, Nanoswarm rein oder was ihr halt irgendwo nochmal übrig habt. That's it. So, liebe Freunde, das war's mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ich mehr davon machen möchte, gerne einen Daumen nach oben da lassen und natürlich ab in die Kommentare, was ihr von Killjoy mehr sehen möchtet. Ansonsten könnt ihr natürlich auch bei meinen anderen Videos vorbeischauen. Die habe ich euch oben verlinkt. Da gibt es noch welche auf Bind, auf Ass und auf Split, einen allgemeinen Killjoy-Guide, Fixpunkte auf RS, alles dabei, was das Herz begehrt. Guckt bei mir im Discord vorbei, im Stream, alle Links unten in der Videobeschreibung. In dem Sinne, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Euer Buddy.